So, Potenz, in Klammern, Funktionen. Wir reden die ganze Zeit über Funktionen höheren Grades. Potenzfunktionen sind gemeint. Wir nehmen mal vorläufig an, Exponent, wenn ich zum Beispiel schreibe a hoch x, das ist der Exponent. Ne? Also es geht um Folgendes, und zwar, es geht um zuerst mal um ganzzahlige Exponenten. Beispiel, x hoch 2, x hoch 3, x hoch 4 und so weiter und so fort. Ich schreibe mal ganz bewusst x hoch 5 und x hoch 6 hin. Und nochmal schnell zur Wiederholung. Wir hatten ja gesagt, allgemein sieht ein Graph mit geradem ganzzahligen Exponenten so aus, dass der Graph irgendwie eine Parabel bildet. Und zwar, je höher der gerade Exponent, umso steiler, umso gestreckter verläuft die Funktion. Und so weiter und so fort. Die zeigen alle, also sind alle achsensymmetrisch zur y-Achse. Bis dahin keine Besonderheit. X, y. Die andere Variante, die ungeradzahligen, sehen so aus, dass wir sagen können, die laufen alle vom dritten in den ersten Quadranten. Irgendwie. Und zwar wieder, je höher der Exponent, ach nee, ich mach's mal mit grün, dann sieht man es besser, aber der Ungerade, je höher, und 7 und so weiter, alles die Ungeraden, je höher der Exponent ist, umso gestreckter laufen die Graphen. Aber alle haben eins gemeinsam, und zwar einen ganz bestimmten Punkt, den kennen wir, da laufen sie, na, den habe ich hier ein bisschen ungünstig gemalt, in minus 1, minus 1 und plus 1, da laufen die alle gerade durch. Logisch, warum? 1 mal 1 mal 1 ist 1, ich kann nur auch 1 mal 1 mal 1, mal 1 mal 1 ist 1 und so weiter und so fort. Also diese Punkte, die 1, 1, beziehungsweise minus 1, minus 1, die ist denen allen, allen gemeinsam. Hier haben wir das Gleiche. In diesem Fall heißt er wieder 1, 1, das mag gehen. Und im anderen Fall heißt er aber minus 1, 1. Alles nichts Besonderes. Insofern haben die alle eine Gemeinsamkeit. Jetzt müssen wir uns mal erinnern, und zwar bei den, wir haben ja angefangen mit den quadratischen Funktionen. Bei den quadratischen Funktionen hatten wir eine sogenannte Scheitelpunktform. Die mag heißen, f von x ist gleich x plus d in Klammern zum Quadrat plus e. Wobei hier der Scheitelpunkt ablesbar ist. Hier. Hier als minus d, ne? Hier einfach umdrehen und hier als der y-Wert. Direkt ablesbar. Also minus x y. Das wäre der Scheitelpunkt. Das Schicke ist, und das werden wir uns jetzt mal bei den Ungeradzahligen angucken, ob das auch geht. Wenn ich zum Beispiel sage, ich mache das mal ganz bewusst in grün, f von x ist gleich, und dann nur mal ein Beispiel, als Beispiel, ob das geht, x minus 3 in Klammern zum Quadrat plus 4. Das werden wir jetzt mal durchdiskutieren. Ich halte jetzt an der Stelle mal an. Wer das zu Hause selber mit sich ausmachen möchte, der macht sich mal eine Wertetabelle mit x und y-Werten. Ich mache die mal so, dann haben wir mehr Platz. Und zwar hier in diesem Fall direkt eingesetzt. Wir fangen mal an bei minus 3, es geht minus 2 weiter und so weiter und so fort. Ich halte in der Zeit an und das kann dann jeder bis ungefähr 3 selber machen. Ich hatte es vergessen, hier muss eine 3 dran stehen. Dieser Exponent hier, da mal eine 3 ranmalen. Wir haben das extra mal so hingeschrieben. Wir haben hier tatsächlich die Wertetabelle, wir haben sogar bis 5 hingezogen, damit man was besser sieht. Eins ist uns aufgefallen, wir haben auch extra mal diese plus 4 nicht mit dem Ergebnis verquickt, sondern immer mal dazu geschrieben, damit man nämlich noch was sieht. Eins haben wir hier dran schon gesehen, hier. Am Punkt plus 3, wenn ich x plus 3 einsetze, dann ist so eine Art Umschlagpunkt. Da schlägt auch wirklich was um, ich komme gleich drauf. Und der liegt bei 3 und y-mäßig 4. Jetzt sieht das doch so ähnlich aus, wie eine Art
Scheitelpunkt, bloß bei den Ungeradzahligen darf man nicht Scheitelpunkt sagen, da muss man in diesem Fall Wendepunkt sagen. Warum das Wendepunkt heißt, kann ich mal ganz kurz darstellen. Ich betrachte mal diesen Abschnitt hier von x hoch 3 grundsätzlich, y ist x hoch 3. Und zwar hier diesen Punkt. Wenn ich hier eine Steigung anlege, dann ist die Steigung hier sehr positiv, wird immer kleiner, ne? Wird immer kleiner und hier ist Schluss. Und wenn die jetzt hier Schluss ist, dann plötzlich geht es wieder los. Jetzt, wenn ich hier dann wieder eine Tangente anlege, dann wird die Steigung immer wieder größer. Das heißt, hier haben wir eine Art, ja, Wendepunkt kann man nicht ganz sagen. Wenn ich mir überlege, ich fahre hier mit dem Auto, ich fahre rechts rum und fahre dann wieder links rum. Man kann sagen, hier wendet sich die ganze Sache. Also ich fahre hier rechts rum, jetzt fahre ich links rum. Das heißt, hier haben wir einen sogenannten Wendepunkt. Kann man doch richtig sagen. WP, also Wendepunkt. Und dieser Wendepunkt, der liegt für unser Beispiel, lustigerweise so ähnlich wie bei den quadratischen Funktionen hier. Und zwar bei plus 3 und alles um 4 nach oben verschoben. Das ist der Haken. Das heißt, wir können mit so einer Art Scheitelpunktsvariante können wir auch bei den ungeradzahligen Funktionen sagen, aha, da liegt, in diesem Fall heißt das nicht Scheitelpunkt, sondern da liegt der Wendepunkt für die ganze Sache. Das bis dahin erstmal. So, jetzt haben wir das soweit durchgesprochen, also nochmal, man kann, obwohl das Ding hier nicht Scheitelpunktsform heißt, denn hier gibt es ja einen Wendepunkt, kann man bei den ungeradzahligen Exponenten davon ausgehen, dass, wenn das Ding aussieht wie eine Scheitelpunktsform, man tatsächlich hier den Wendepunkt ablesen kann. Das Gleiche, das ist auch wieder eine schöne Nachricht, egal was hier für ein gradzahliger Exponent steht, also hoch 2, hoch 4, hoch 6 und so weiter und so fort, kann ich hier wieder Scheitelpunktsform dazu sagen. Das funktioniert immer. Das hat richtige Vorteile. Müsste dafür genügen, wir lassen das Video an der Stelle jetzt erstmal ausgehen und wir machen weiter mit negativen Exponenten. Wie sieht das dann aus?